Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute mit Fischauge wieder. Und heute gibt es TDM auf der Map Afghan. Das ganze Spiel vom Gamer Murkser. Der hat in seinen Koffer eingepackt die Farmers mit einem Schalldämpfer dazu. Die Spaß 12 mit einem Griff als Perk Fingerfertigkeit, Feuerkraft und Ninja. Alle drei in der Pro-Version. Abschlussserien auf der 5. Die Predator. Auf der 7 der Harry. Und auf der 9 der gute alte Freund der Pavlo. So, liebe Freunde, und erstmal vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback da draußen. Vielen lieben Dank, es war wirklich cool, mal so zu lesen, wie ihr mich seht, wo ich bei euch stehe. Es gab ein paar positive Nachrichten, es gab auch ein paar Nachrichten, die mich zum Nachdenken bewegt haben, was ja auch der Sinn der Sache ist. Und ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschnubbelt und ja, ich danke euch auf jeden Fall und werde auf jeden Fall so das ein oder andere versuchen zu ändern. So. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja schon im Titel geschrieben, mein Kinobesuch oder mein Kino oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, Godzilla. So, Godzilla. Ich war gestern in Essen im Cinemax, Cinemax, ohne Scheiß. Ich muss mich von Cinemax sponsern lassen. Die haben so ein geiles Kino, First Class, liebe Freunde, heißt das Teil. Da hast du deinen eigenen Sessel, hast so ein Tischchen an der Seite, dann drückst du da auf die Lampe, dann kommt da direkt eine Bedienung angewetzt. Ja, schönen guten Tag, der Herr, was hätten Sie denn gern zu trinken? Ja, ich hätte gern ein bisschen Popcorn und ein paar Nachos und eine Cola. So, und dann, ohne Scheiß, ich habe jetzt Nachos habe ich bestellt und Cola, aber ich habe gesehen, wie da andere Leute Popcorn bekommen haben. Da kriegen die so eine Schüssel Popcorn kriegen die da, so ein Teil. Hammer, in der Schüssel, nicht irgendwie in der Plastiktüte, nein, in der Schüssel. Ich habe einen Teller bekommen mit meinen Nachos, schön mit Käsesüßchen. Vom Feinsten. Cola habe ich mir bestellt. Schön so eine 0,5 Liter Pulle. Flasche, Freunde, mit Glas. Eiswürfel hier drin. Besten Dank. Robert hat sich in Ben & Jerry's reingezwirbelt. Ey, ohne Scheiß. Dazu Beinfreiheit. Du hattest so einen Sitzplatz und dann konntest du einfach so... Konntest du zurückgehen. Super geil. Das war auch das Beste, leider. Aber ich möchte nochmal sagen, ihr habt es vielleicht im Thumbnail gesehen, oben in der Ecke steht Spoiler-Alarm. Das heißt, ich werde für die Leute, die sich Godzilla auf jeden Fall noch im Kino anschauen möchten, definitiv einiges zur Story sagen und zum Film selber. Und dann solltet ihr jetzt besser abschalten, auch weil, wenn es für die Viewtime scheiße ist, aber ohne Scheiß. Es hat mich wirklich bedrückt und dass ich dazu ein Video machen möchte. Weil, ohne Witz, Freunde, an dieser Stelle können die Leute, die keinen Spoiler haben möchten, können jetzt abschalten. Ohne Witz, Freunde! Es kann nicht sein, dass man einen Trailer sieht und sagt, geil, der Film wird Bombe. Der wird so abgehen. Und so letztendlich, dass man so dermaßen enttäuscht wird, das ist wirklich schon eine Farce. Es ist wirklich Kacke. Ohne Witz. Die ersten 45 Minuten waren cool. Eine vernünftige Story, die vernünftig aufgebaut worden ist, wo man so ein bisschen sagen kann, okay, das kann man nachvollziehen. Natürlich gab es da auch so die ein oder anderen Probleme, was weiß ich, die arbeiten zusammen in einem, ja, in einem Kernkraftwerk oder in einem Atomkraftwerk in Japan und auf einmal passiert irgendwas. Und die Frau ist natürlich genau irgendwo in irgendeinem schwulen Gang und muss laufen gegen so eine, ich weiß gar nicht, was das war, ob es Luft war oder... Dampf oder was weiß ich. Auf jeden Fall muss sie laufen. Es gibt keine Schleusen. Die musste einfach nur laufen. Er rennt erstmal zu dem Ausgang und wartet dann da ganz gemütlich 3 Minuten. Läufst du noch? Ja, ja, wir laufen. Hey! Und wir sind hier voll dran. Ja, natürlich hat sie es nicht geschafft. Die arme, arme Frau. Dann Schnitt zum Hauptdarsteller, der irgendwie der Sohn dann von denen war. Was aber klar war. Und der dann gerade frisch irgendwie aus einem US-Soldateneinsatz kam, was weiß ich, und ja, der Vater wurde gerade in Japan eingesperrt. Der Vater schien ein bisschen verrückt zu sein, weil der wollte das so ein bisschen aufklären, dass das kein Unfall war. Darum, darum, es war vernünftig aufgebaut. Aber alles, was danach kam, so kacke. Dann waren die da irgendwie, sind die dann da in die Sperrzone gefahren, wo es angeblich strahlen sollte, hat nicht gestrahlt, sind dann erwischt worden und sind dann in irgendein Camp gekommen. In diesem Camp gab es dann Muto. Muto war das erste Vieh, von dem man nichts im Trailer gesehen hat, was eine große fette Kakerlake war, die auf der Leinwand metallend aussah, wo ich mir schon gedacht habe, was soll das denn jetzt? So, und Muto 1 war ein Männchen, was Flügelchen hatte und sich von irgendwelchen Atomreaktoren oder von Atommüll ernährt oder von Uran oder was weiß ich, damit es dadurch Energie tankt. Gut, denkst du doch, alles klar. Dann wird der Hauptdarsteller... Der Vater verreckt irgendwie bei einem tragischen Unglück. Der Hauptdarsteller wird dann von Japan mit
einem Helikopter nach Hawaii transportiert. Wo du schon denkst, Alter, muss das sein? Ja, natürlich macht Muto 1 auch den Weg dahin. Frisst da erstmal gemütlich auf der Insel sein Atomkernchen, was er aus irgendeinem Atom-U-Boot rausgefressen hat. Und verpisst sich dann weiter Richtung Westküste von Amerika, weil Muto 2, das Weibchen, da Bock hat zu ficken. So, Godzilla kommt auch noch mit rein ins Spiel und denkt sich, hey, unsere Menschen sind Freunde und ich muss den Freunden helfen. Es hat nur noch gefehlt, dass Godzilla sprechen kann und sagen kann, hey Leute, kümmert euch, ich kümmere mich drum. Ohne Scheiß. Ich habe wirklich gedacht, Godzilla kommt irgendwie da auf die Leinwand und Godzilla will irgendwie die Menschheit töten und es entbricht ein totaler Krieg und alles mögliche, so wie man es kennt eigentlich. Nö, muss man noch Muto 1 und Muto 2 reinballern, die überhaupt nicht im Trailer zu sehen waren, die Story versaut haben, meiner Meinung nach auch. Und ich weiß nicht, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob die ganzen Leute sich da kaufen lassen oder so. Ich fand den Film richtig scheiße. Robert gibt dem Film 3 von 10 Punkten, ich gebe ihm 2 von 10 Punkten. Beste Szene, Godzilla schnappt sich Muto, reißt den Kopf auf, kotzt da seinen blauen Strahl rein, reißt ihn mit dem Kopf ab und ja, ist der Held. 28 zu 3. 28 zu 3, der Gamer-Murkser hat das hier erspielt. Und wenn ihr vorhattet, liebe Freunde, wirklich in Godzilla reinzugehen, mein Tipp, wartet irgendwann, bis der im Free-TV läuft. Weil selbst auf Blu-ray den auszuleihen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Solltet ihr Godzilla gesehen haben, schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn finden sollt. Und ich bin jetzt raus mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.